Jo, was geht, meine lieben Zocker-Junkies? Hallo, bist wieder hier. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video. Bevor das Video allerdings startet, wir gehen auf einen neuen Planeten, möchte ich hier gerne nochmal eine kleine Sache von mir geben. Und zwar, schaut mal auf mein Facebook-Profil oder auf meine Facebook-Like-Seite Baselife Gaming, auf meiner Pinterest-Seite oder eben halt, auf meinem Twitter-Kanal vorbei. Da teile ich regelmäßig Videos und Content anderer zu Support-Zwecken. Das mache ich völlig kostenlos, Leute. Nur weil Support ist kein Mord, sondern Ehrensache. Das sollte sich eigentlich mal so manch anderer zu Herzen nehmen, weil es so viele gibt, die gerne hiermit ihren Lebensunterhalt verdienen möchten oder eben halt damit sich einen Traum verwirklichen möchten. Und das sind ein paar Klicks, Leute. Das tut nicht weh. Das kostet ein paar Minuten. Ich supporte und teile teilweise 100 Leute am Tag. Und ich habe Spaß dabei, weil ich weiß, was diese paar Klicks ausmachen. Auch wenn sie erstmal augenscheinlich nichts bewirken. Genauso wie auf Twitch Streams teilen. Haus geben. Leute, auch wenn ihr keine Streamer seid. Das ist für die Streamer was ganz, ganz Besonderes und was Wertvolles. Deswegen schreibt mal überall, wenn ihr jemanden Support gebt, Support ist kein Mord. Also Hashtag Support ist kein Mord oder Hashtag Ehrensache in die Kommentare oder in den Chat, was auch immer. Würde mich auf jeden Fall freuen und auf jeden Fall, ihr würdet damit etwas bewegen. Und auch was verändern in dieser Welt. Weil euch kostet das nichts. Und ihr tut damit echt was Gutes. So, jetzt starten wir aber mit unserer Reise. Und währenddessen mache ich etwas Altbekanntes. Ich liebe dich. So, ich weiß, ich bin Johnny. Definitiv. Jetzt gleich komme ich wieder. Ich hasse das, ne? Wenn ich gefühlt keine Fingernägel habe und erstmal so oben das ein bisschen anheben muss. So. Commander Zavala braucht eine vereinte Vorhut. Während er sich auf den Angriff auf die Allmacht vorbereitet, machen wir uns auf die Suche nach Kate und Ikora. Glücklicherweise haben wir ein ungewöhnliches Signal von Kates Geist reinbekommen. Es wird von einem Zentaur namens Nessus gesendet. Was seltsam ist, Zentauren sind eigentlich nur Felsbrocken in den äußeren Ecken des Sonnensystems. Nichts sollte hier sein. So viel dazu, dass hier nichts ist. Begeben wir uns auf eine Anhöhe, damit ich Kates Position orten kann. Ich finde, mein Hüter sieht schon irgendwie sexy aus. So, dann wollen wir mal. Mal gucken, ob wir das auf die Schnelle finden. Gut, keiner sagt was, dann kann ich ja so loswerden. Nebenbei, viele sagen immer, du machst ja Let's Plays. Ich mach keine Let's Plays. Wenn ich mal Story-Modus mäßig was bringe, dann ist es einfach nur, weil, ja, ich gerade Lust drauf habe oder so. Eigentlich alles klar, ich verfolge Kates Signal. Okay. Ich glaube, ich hab da was. Stecke in der Klemme! Wegfalle! Fail safe! Wechsfalle? Wo zieht Kate uns denn jetzt wieder rein? Irgendwas hier sendet das Signal in den Weltraum. Wenn wir den Sender finden, finden wir auch Kate. Okay. Ich mache Entertainment, und dabei liegt, ehrlich gesagt, die Unterhaltung im Vordergrund. Also sprich, dass ich versuche, entweder etwas zu diskutieren, Unterhaltung in Comedy oder jeglicher anderer Kreativität frei
herauszulassen und in ein Video zu packen. Ich habe also in dem Sinne keine feste Art und Weise, wie ich meine Videos gestalte, sondern es kommt sich gerade darauf an, was mich beschäftigt und da, wie ich drauf bin. Das Signal kommt von dem Schiffswrack. Okay. Und meine Lichtcontroller liegt auf den Kabeln. So, wie kommen wir hier in das Schiff? Ach, da. Hallo, bist du hier, um Kate 6 zu retten? Wow, du bist nicht Kate. Kate 6 steckt zurzeit in einer Teleportationswaffe fest. Er ist da drüben. Jetzt ist er da drüben. Ups. Er bewegt sich? Klasse. Das macht es nicht einfacher. Ich kann dir helfen. Aber ich werde nur darüber motzen. Wie bitte? Was? Ich habe seine neuen Koordinaten für dich hochgeladen. Obwohl ich es besser wissen müsste. Okay. Ja, das denke ich mir auch gerade. So, hört sich an wie so eine Ex, die was vor dir versteckt so und ihren Frust oder ihre Eifersucht an dir auslässt. ZB. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ja, alles okay? Du hörst dich komisch an. Ich bin Failsafe, das Sicherungssystem der Exodus Black. Nennt mich Failsafe. Ich habe das Signal von Kate 6 verstärkt in der Hoffnung, jemand würde ihn retten. Und da seid ihr. Ah, ich verstehe, sie ist nur eine KI. Eine fehlerhafte KI. Das habe ich gehört. Stets zu Diensten. Zentauren sollten eigentlich nur riesige Eisbrocken sein. Wie ist das denn alles passiert? Eine Alien-Roboterform namens Vex haben eine 92,014%ige Umwandlung des Zentaur Nessus erreicht. Aha. Herr Monskott. Danke. Behafte Kai. Der Planet sieht schon geil aus, also das muss man sagen. Gefällt mir. Kate! Ist da jemand? Frag mich bloß nicht, wie das passiert ist. Ich habe keine Zeit zu erklären, was ich noch nicht mal selbst verstehe. Warnung! Die Vex werden dich eliminieren. Diese Waffe tötet schneller. Danke. Das hat mich ein bisschen an Star Wars erinnert. Oh, da kommen die nächsten. Jetzt darf ich den Scheiß von vorne machen. No. Natürlich sind meine Fähigkeiten nicht wiederhergestellt.
Ich warte nicht, ich darf jetzt gleich einen herrennen. Kate, was ist denn hier eigentlich passiert? Kate 6 wollte das Vex-Portalsystem manipulieren. Er steckt in einer nichtlinearen Schleife fest. Zu meiner Verteidigung, ich habe ihn gewarnt. Aber er ist nicht der Hellste. Das läuft nicht gut. War mir klar. Wie lange bist du denn schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie die Vex diesen Planetoiden umgewandelt, alle lebenden Organismen vernichtet, Moleküle reformiert und Hirnwellen für Studienzwecke digitalisiert haben. Sehr faszinierend. Die hört sich viel zu begeistert an. Warum bin ich gestorben? Ja, wir auch zum Licht einfach. Seid gut dahin, die Vex zu zerstören. Viel besser, als es meine Crew war. Ich will gar nicht fragen, aber... Feldsafe, was ist mit der Crew der Exodus Black passiert? Nur mein Captain kann auf diese Erinnerungen zugreifen. Und der ist sowas von tot. Ich hoffe, dass Feldsafe uns ein bisschen länger am Start bleibt. Gibt auch keine wirkliche, kein seltener Loot. Schade. Ich wäre mir sicher gewesen, dass der hier sehr ausgeprägt aufgefallen wäre. Warum sich denn das lang eigentlich? Ah, da hinten runter. Kate 6 befindet sich direkt hinter dem Vex-Tor. Bitte begebt euch dorthin. Dann stecken wir doch auch fest wie Kate. Oh nein, mein Urteilsmodul ist viel verlässlicher als das der Kate-Einheit. Wir sind durch. Uns geht's gut. Natürlich, Kate 6 ist ganz in der Nähe. Warten, wir sollen hier runter. Ich garantiere, sollen wir hier runter.
hier drüben! Hol mich hier raus! Was ist das? Ein Hydra? Okay, ja, ja. Kümmere dich erst darum, dann um mich. Okay. Hey, du machst das super! Glaub ich. Lass mich raten, war nicht die einzige, die. Weiter so! Außer du verlierst gerade, dann gib dir mehr Mühe! Hey, hast du sie erwischt? Hier dreht sich alles, ich versuche hier nicht zu kübeln. Schnell, komm her! Ich weiß nicht, wie lange das Portal steht. Kate, was hast du. Stopp! Hör zu! Lange Story, aber ich weiß definitiv, was ich hier tue, auch wenn es nicht so aussieht. Vielleicht auch nicht. Egal! Wenn ihr die Stromquelle am Ursprung ausschaltet, komme ich raus aus dem Portalsystem. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag doch was! Okay, beruhig dich. Verstanden, Kate. Aber wie bist du... Oh, verdammte Axt! Hast du mir nicht zugehört? Tschö. Ob sie ihn wohl deshalb nie aus dem Turm lassen? Definitiv unterhaltsam, finde ich. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, ob das eigentlich so sein sollte oder ob sich gerade kurz seitdem mein Internet verschiedet hat. Normales ist, glaube ich, nicht. Okay. Wieso bin ich? Failsafe, wir sind bei deinen Koordinaten. Kate steckt in einem Vex-Portal fest. Kannst du uns helfen, die Energiequelle zu finden, damit wir ihn dort rausbekommen? Oh ja, wenn wir den Vex-Teleporter finden, den die Kate-Einheit genutzt hat, kannst du den Kreislauf ausschalten und ihn befreien. Ich kann dich hinführen. Okay, wir finden also diesen Vex-Teleporter und schalten ihn aus. Simpel. Okay, weiter geht's. So sollte das sein, gut. Also... dieser Story-Abschnitt gefällt mir. Definitiv. Er trifft irgendwo meinen Humor. So. Hat schon da liegt Blut. Sieht ein bisschen aus wie bei Star Trek hier. Was ist das Zeug? Es heißt Radiolaria. Du weißt schon, Vex Geistesfluid. Dieses Zeug ist organisch. Scheint, die Vex sind keine reinen Roboter. Ich sagen wollte, erinnere mich ziemlich an Star Trek. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinge heißen, hier die da in diesen Würfel leben. Die Horn, glaube ich, waren das. Ich hab nie Star Trek wirklich gesehen. Nur mal ab und zu die älteren Filme. Deswegen weiß ich nicht, wie die Dinge heißen, aber ich denke mal, Star Trek Fans wissen schon. Wen ich meine oder was ich meine. Lustigerweise, der Vorsprung gerade ist mir so ein leichter Schutz gewesen. Oh, das kann man ja selber wehtun. Nicht so cool. Aber hat erstmal meine Gegner ausgelöscht. Warnung! Vex-Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Okay. Warte mal, ich würde mal ein bisschen irgendwas.
ist nicht so cool. Lass mich raten, ich darf den ganzen Scheiß jetzt wieder von vorne machen. Hier gehe ich ein bisschen subtiler vor. Warnung! Wex-Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Jo. Dann bleib doch da oben! Fresse, ist das denn so geil? Das ist mit Abstand bisher das schwierigste Level, was ich bisher hatte. Definitiv. Und ich habe die Vermutung, dass ich hierfür stärkeren und besseren Loot brauche. Warnung! Wex-Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Thank you.
Zerstörung der Vex würde ich meinen Captain und meine Crew weniger vermissen. Und? Hat nicht geklappt. Ganz toll. Hat nicht geklappt. Tja, dann ist das so. Kannst gucken. Das ist die Waffe, die ich habe. Das kann ich löschen. Mal gucken, was diese Handfeuerwaffe denn so regelt. Das ist der Vex-Teleporter? Ja, Kate 6 wird ihn sicher haben wollen. Du solltest ihn an dich nehmen. Okay. Nimm das, du Blechkopf! Ich bin raus, Baby! Raus! Kate, wo bist du? Hey, du hast es geschafft! Du hast mich da rausgeholt! Und wo bin ich hier? Kate-Einheit, du bist in der Nähe der Reste des Reaktorkerns. Willkommen auf der Exodus Black. Wo all deine Träume wahr werden. Nein, geil. Diese persönlichkeitsgestörte KI-Roboter ist heftig. Ihr habt also meine neuen Freunde kennengelernt. Failsafe und ihr böser Zwilling Failsafe. Welche ist die Böse? Hätte ich Gefühle, wären sie jetzt verletzt. Der böse Zwilling Failsafe. Definitiv geil. Definitiv. Also, von denen wünsche ich mir einfach, dass sie ganz lange in der Story bleibt. Nicht Kate selbst, sondern eher so, Die Gefallenen haben die Vex sauer gemacht. Und mit sauer meine ich Fuchs Teufelswild. Ich verstecke mich auf der Exodus Black. Okay. Hier, aber mein Rumpf ist komplett zerbrochen. Die Decks 1 bis 20 sind vergraben. Und mein Kühlungssystem... ein einziges Schlamassel. Oh, das wissen wir, Failsafe, das wissen wir. Geil. Eindringlingsalarm. Ich bin's. Ich, die Kate-Einheit. Negativ. Ich meine positiv. Aber du ziehst eine große Menge an Gefallenen an diese Position an. Holla, die Waldfee. Failsafe, die schießen auf mich. Dann rate ich dir, nicht erschossen zu werden. Geil, wirklich geil. Das ist Unterhaltung pur. Jo, was ist das? Das da, Maria, ist das zu viel verlangt, dass sich die Vex und die Gefallenen gegenseitig fertig machen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Spaß. Das ist ein echt großer Vex. Ja, Leo. Jedes Mal Escape. Aber scheiß was auf diese 6 Zusatzpunkte, aber die neue Waffe bringt gefühlt gar nichts. Oh, er hat mich entdeckt. Warte mal, habe ich mich, ja.
die wollte ich haben. Lord hat das Zeitliche gesegnet. Halt durch, Kate. Freut mich zu hören. Die Gefallenen haben uns nämlich gefunden. Aktiviere Verteidigungsschild. Zurücktreten, Kate 6. Hey, nicht schlecht, Failsafe. Die Gefallenen können uns jetzt nicht erwischen. Oder die können nicht. Gut. Oh yeah. Ist ja nicht doch. Warum drücke ich mit der Escape? Wenn ich aber Support. 250, nehme ich gern. Oh nein. Tschüssi. Ich zerlege ich auf. Und dann wollen wir aber weiter. Tja, so geht's. Ich töte wirklich die Gegner sehr, sehr gern. Vielleicht habe ich da so einen Fittich für. Wer weiß. Hey, du solltest dich beeilen. Ich glaube, einer von denen hat gerade gesagt, dass er mein Horn als Trophäe haben will. Mein armes, schönes Horn. Dein armes, schönes Horn? Ich weiß nicht, welches Horn er meint. Eindringlingsalarm. Oh, wir sind's. Dein Ende? Ach man. Warum müssen nur immer so ein paar Gegner kommen? Damit das so irgendwie gespannt wird. Das ist dann aber nicht gut. Das ist ja vor wie ein Song von der Kelle-Family. Vielleicht wird die Sache ja doch noch interessant.
denn er hat was fallen lassen? Sich mit mir anlegen will. Oh, da! Der ist tot, du bist tot! Oh, guck mal! Das macht Spaß! Du hast uns gerettet! Aktualisiere Crew-Logbuch! Neuer Kapitän registriert! Willkommen an Bord, Captain! Neuer Kapitän! Kalt ist er! Tschüss, Oliver Dadji! Hey, hey, runter, runter, runter. Es stimmt also. Das Licht hat zu dir zurückgefunden. Nicht, dass ich eifersüchtig bin, aber mach mal langsam, ja? Sonst stehe ich dumm da. Was hast du eigentlich mit dem Vex-Teleporter vor? Mich persönlich bei Gol vorstellen, ihn platt machen und dann lecker was essen. Aber erst muss ich hier ran. Das Tolle an Vex-Tech, kein bisschen intuitiv. Kate, das kannst du nicht alleine machen. Klar kann ich. Solltest du Gorr besiegen, wird die Rotlegion trotzdem alles in Schutt und Asche legen. Ob sie gewinnen oder nicht. Die Kabale sind voll fiese Fieslinge. Yep, verstanden. Ach, tut mir leid, aber du verstehst anscheinend nichts. Die Kabale sind einfach gnadenlos. Ihre Waffe könnte einen Stern zerstören. Und die ist direkt auf unsere Sonne gerichtet. Hey, hey, hey. Mach mal halblang. Sonst kriegst du einen Kurzschluss. Zavala hat einen Plan. Er braucht dich, Kate. Ja, Zavala sagt immer, er hätte einen Plan. Aber manchmal... Warte. Zavala sagt, er braucht mich? Das sind die Worte, die Zavalas Mund verlassen haben? Ja, hat er. Bitte sag mir, ihr habt das aufgenommen. Absolut geil. Cora ist wenigstens gehört. Tatsächlich ist sie seit dem Fall der Stadt verschwunden. Niemand weiß, wo sie ist. Io. Io, dort würde sie nach Antworten suchen. Hey, danke. Hast was gut. Einfach geil. Einfach geil. Also, dieser Story-Abschnitt hat mir definitiv Spaß und Freude bereitet. Fand ich absolut geil. Er war nicht zu leicht, er war nicht zu schwer. Und sehr, sehr unterhaltsam. Bitte mehr davon. Bitte Game. Also, wenn es jetzt die ganze Zeit so weitergeht, von Humor und Gameplay-Story-Abschnitt her, ja, definitiv. Destiny hat eine. Dann sage ich, Destiny Story ab diesem Moment ist sie einfach gnadenlos genial. Aber das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Download abgeschlossen. Support ist kein Mord. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. 107-1 Geister und Hüter. Oh. Oh je. Also, sind sie alle tot? Interessant. Okay.